herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Drei Fragezeichen, Orakel. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Mainila, ich grüße dich. Die drei Fragen: Was denkt er, wie fühlt er sie sich, was vermittelt er? Genau das schauen wir auch an. Was denkt er? Chancen, Möglichkeiten, mit dir nochmal sprechen und mit dir auch treffen. Und das ist ihm bewusst oder er plant das schon. Kann natürlich auch bedeuten, dass er hat Erwartungen, dass du nochmal meldest und er sieht dann als Chance, mit dir wieder verabreden. Jetzt schauen wir seinen Gefühlen an. Dieser Kelch symbolisiert die Wasserelement und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Er hat Gefühle für dich, aber er versucht, das zu beherrschen. Ein König herrscht, also er beherrscht seinen Gefühlen. Er zeigt auch nicht nach außen, aber er hat Gefühle für dich. Was vermittelt er? Die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit. Und wenn das so ist, heißt, dass er frei ist für dich. Dieses Kreuz bedeutet auch etwas. Schicksalswegen kreuzen sie sich. Das heißt, es war eine schicksalhafte Begegnung. Die Schwerten symbolisieren auch etwas. Das ist die Metallelement und das heißt etwas klären. Und das Schwert symbolisiert auch von Angst befreien, so wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst. Und 2 bedeutet manchmal auch 2 Fälle. Das heißt, er meldet sich wieder, ihr werdet kontaktieren, ein gewisser Zweifel hat er noch. Aber ihr kommt wieder in Verbindung. In diesem Zeitpunkt ist er auch frei. Und die 4. Karte zeigt eine zusätzliche Botschaft für dich. Und das heißt, da kommt etwas in Bewegung. Und das ist auch Leidenschaft und auch Begeisterung. Es bewegt sich etwas. Wenn du die Möglichkeit hast, und ein Grund mit ihm zum Kommunizieren wäre gut. Wenn du das nicht möchtest, dann bleib ihm vertrauen, weil er kehrt wieder zurück in dein Leben, weil das ist dein Schicksal, das ist sein Schicksal. Liebe Mainila, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.